Alljährlich pilgern mehr als 1000 Trachtenfans in die neue Burg nach Völkermarkt zum Ostertanz, der inzwischen in seine 43. Auflage geht. Und wir schauen uns mit euch gemeinsam an, was hier so los ist. Den hat man einfach schon so implementiert, dass nach dem Schinkenessen, vor allem nach dem Ostersonntagsschinken, der Ostertanz zum Abfeiern und vor allem um den Schinken dann ja auch wieder loszuwerden. Also wir sind eigentlich beim Ostertanz jedes Jahr vertreten. Es ist immer Mutzgaude, viel los, super leid, immer also lustig. Der Ostertanz hat sich irgendwie als der Treffpunkt für den ganzen Exilvölkermarkt entwickelt und deswegen freue ich mich sehr, dass ich mich heute halt zum Ostertanz herführen kann. Ostern und Ostertanz, das gehört einfach zusammen und da hat man einmal die Möglichkeit, seine Tracht wieder auszuführen und das muss man ausnutzen. Und natürlich, was noch dazu gehört, die Landjugend gehört unterstützt. Es ist so ein Fixtermin, auch wenn ich oft selten da bin im Völkermarkt, aber beim Ostertanz, da findet man sich doch immer wieder. Also da triffst du Leute, das ist ein Wahnsinn von einer Jugendzeit. Ostertanz gehört so, wie die Familie immer zusammenkommt, Osterschinken und Osterjausten ist gehört der Ostertanz im Völkermarkt natürlich zu den Highlights des Jahres. Etwas, wofür der Ostertanz auch sehr, sehr berühmt ist, ist die wunderbare Tracht, die hier getragen wird. Und diese Dame hier trägt ein ganz besonderes Exemplar eines Trachtenkleides. Wir haben zwei Bands, also die Grafen und Bangles Reloaded, dann zwei DJs, Special-Getränke und. Super, es läuft top. Wie sind die Leute? Ist die Stimmung gut? Ja, perfekt. Was wollen wir mehr? Volles Haus, oder? Also ihr seid ja gleich hier beim Eingang und damit die erste Anlaufstelle für die Fahrdurchstunden. Was läuft denn bei euch am besten? Bier. Und unser Spezial-Schokolikör. Ist ein richtiger Renner, kann man nur empfehlen. Bei uns geht besonders gut unser hausgemachter Schokoladenlikör, den haben wir gestern frisch angesetzt. Nachdem schon jetzt mehrfach dieser Schokolikör beworben wurde, wage ich mich einmal hinter der Kamera hervor und probiere ihn einmal. Gell? Prost! Na, ich muss sagen, sehr süß im Abgang, nur wärmstens weiter zu empfehlen. Ausgezeichnet! Also die Eröffnung hat heuer die Landjugend Dirks gemacht. Also zu erwarten ist eben noch die Mitternachtseinlage von der Landjugend Moosburg. Das Simone, sie ist jetzt seit circa einem Monat lose Verkäuferin 2017, offiziell. Simone, vielleicht magst du noch ein paar Worte dazu sagen? Ja, kauft's lose, es gibt super Preise zum Gewinnen. Das, was den Ostertanz ausmacht, ist, dass einmal im Jahr und besonders die ganze Landjugend zusammenhaltet. Jeder gibt sein Bestes und da gibt es kein Miertwerden, da gibt es kein Im Morgen nicht mehr, sondern da wird nur durchgebissen. Und sicher ist es lustig auch, aber man merkt halt, das schweißt zusammen. Ja, das ist wie jedes Jahr eine volle Sensation da. Und super ist das. Mörderisch! Immer noch wieder, was es doch gibt.